So, und herzlich willkommen zurück zu den Tales of Berseria. Beim letzten Mal haben wir die Kanalisation zu einem guten Teil erkundet, wenn wir nicht so ganz fertig sind. Nett. Haben die Code Red Jagd erledigt und das war's eigentlich. Wir sind ja viel Sinnes rumgelaufen, aber gut. Die Expedition ist auch pünktlich zurückgekommen. Take a look at this. Great. Let's do this one run, get it style, guys. Okay, es gibt ja so viel mehr EP. Wenn ich das hier mache. Okay, ich warte direkt nochmal auf das Exvir-Meer schicken. Wenn ich damit schnell durchleveln, wäre es natürlich stabil. So. Noch ein letztes Mal speichern und dann geht's nach oben ins Schloss. Genau. Zumindest sollten wir das jetzt machen. Auf geht's. A library. This is unexpected. Wow! Oh, well, isn't this a rare collection of tomes? You royals sure have coffers to burn. Nett. Oh, Bücher für mehr Bücher. Books in the ancient tongue. Can you read it? Well, no, but I just... This has nothing to do with our job. If you want it, just take it. Don't pretend to be noble. You're consorting with demons. Good grief, Velvet. You can't lighten up for once in your life. Lighten up? Did you forget we're here to kill someone? You really want that ratty old thing? There's gotta be way pricier ones. Das Villenbuch erhalten. Cool. Logless Villa. Kommandozentrale der Abtei. Okay. Ich muss die Kupfermünze auch mal verkaufen. Oh, geruchlose Flüssigkeit, auch gut. Kann ich schön für Upgrade-Material benutzen. Silbermünzen immer noch voll. Ob ich wohl einen Shop-Du treffe? Unwahrscheinlich. Bevölkerungsentwicklung im Königreich Midgend. Das Königreich Midgend entstand, als die Zeit der streitenden Reiche von Asgard zu Ende gegangen war. Der Vereinigung des Kontinents folgte ein Jahrhundert des Friedens und die Bevölkerung stieg auf 1,2 Millionen an. Nicht sehr viel. 10 Jahre nach der Dämmerung hat sich die Bevölkerung des Königreichs aufgrund der Dämonenpest jedoch halbiert. 600.000. Die Gründung der Abtei bewahrte die Welt davor, im Chaos zu versinken. Die Bevölkerungszahl blieb stabil. Der Großteil der Bevölkerung lebt heute in Städten. Einige Siedlungen entziehen sich aber weiter königlicher Kontrolle. 600.000 Einwohner für das ganze Königreich ist eigentlich echt nicht viel. Okay. Schätzen mal, mehr gibt's ja nicht zu holen. Was haben wir jetzt? Stealth Action? So Mogulu, which way to the worship hall? Hmm, which way indeed? I asked you a question. I told you I've been here before, but I never said I was an expert. And I said we'd dump you if you started to annoy me. Dump me? Then you'll need to look for a trash can first. I'm the fool for even trying to hold a conversation with you. That's the spirit. Loosen up those shoulders, and the way forward ought to make itself plain. Wenn ich jetzt in die Wache hier reinrenne? Aha, ich kämpfe gegen mich. Genial. Da wird bestimmt keine Verstärkung holen. Bestimmt nicht. Tschüss. Nett, Kupfermünzen. Ja, über Geld rum. Die müssen sie haben. Ein Heilmitteltrank, wunderbar. Schön gegen nervige Staatsveränderung. Jetzt, wo ich rausgefunden habe, wie man überhaupt Items im Kampf einsetzt. Nach so 10 Stunden im Spiel. Gut. Feeling nervous, Lafayette? A bit. I can teach you a spell that will help. Like that eeny teeny spiny crow thing? No, that was divination to draw back the veil of fate. This spell is a bit of magic that will improve your fortune. Here is what you must chant. Magic Kazam! See? Okay. It totally works. I'm not sure.
What did this spell do? It's a pointless charm to dispel a pointless worry. If it's pointless, why even perform it? Because humans are creatures that find themselves burdened unknowingly by pointless things. In any case, chant after me. Are you ready? All right. Magikazam! Magikazam. I can't hear you! Try again! Magikazam! Magikazam. Once again, with feeling! Magikazamazam! Magikazamazam! Again! Magikazamazam! Is that all you've got? Magikazamazam! Shh, keep it down. We're trying to sneak in, remember? What? Just an old gag. Bruh. Shut up! Ow, what was that for? I was only easing the boy's nerves. We have more important things to worry about. Demons and Malakim are such stiffs. Magikazam. Huh? Did that help? And now the boy consoles me. Well, that was pointless. Diese Szenen sind so großartig, meine Güte. Irgendwann werde ich das Spiel durchgespielt haben, aber es ist einfach nur traurig, wenn ich es durchgespielt habe. Okay, noch mehr Loot überall. Die Szenen sind wirklich nice. Ich weiß schon, dass wir Monkey Lou irgendwann permanent in der Party haben werden, aber ich glaube, bis es soweit kommt, wird sich das ganze Charakter einfach nur dabei sein und noch für einige großartige Szenen sorgen. So, ihr könnt mich alle mal... Eigentlich müsste ich aus Prinzip auslöschen. Loot. Die haben so viele Silbermünzen rumliegen, könnte ich einfach mal alle verkaufen. Wenn ich das bei einem Händler mal rechtzeitig gemacht hätte. Sinnlos. Was? Die Tür ist nur geöffnet? Bin ich von hier gekommen? Ja, okay. Das heißt, wir können jetzt ja einmal im Kreis laufen und uns drüber freuen. Aha. Der Boy hat immer noch keinen Alarm geschlagen. Der macht den Job auf jeden Fall ganz hervorragend. Sinnlos. Naja, komm, ich speichere und dann geht's los. Natürlich. Was soll's? Sind wir ja bald fertig. Komm schon. Wieso hätten die so viel aus? Wow, dafür, dass ich fast nichts bekomme. Krank. Auf. Genauso sinnlos. Well, hello there. Wie über diese Seen rumliegen. Total klasse. Na, noch ein bisschen Silber an der Wand, weil ich nicht aufnehmen kann. Ah, ne, Kupfermünze, auch gut. Tja, Kollege. I am in prayer at the moment. Who are you? I asked you first. Such ill manners. But what else could I expect of a demon? Stop right there! Das war klar, sie kommt. Another accurate augury. An ambush. Is this more of your Reaper's curse? Or do you think the old lady sold us out? You figured it out, didn't you? That he's running the Nectar operation. Indeed. I followed up on each of the incidents you caused, and the trail led me all the way to the High Priest Gideon. Yet you still defend him? The punishment he deserves is for the Abbey to administer. Punishment? How dare you? Do you realize how much I've done for the good of the Abbey?
Make her nice and desperate, Velvet. I just know the result will be something wonderful. Stay out of this, witch. Und wir bekämpfen sie schon wieder. Diesmal sind noch ein paar Malaks mehr dabei. Alter. Ey. Was für eine Scheiße. Krank. Die Roboter taten sich wieder alle tot. Oh. Wenn die erstmal gestunt ist, frisst die aber auch so viel Schaden. Einfach nur wunderschön. Ah, mystische Art hat sich nicht mal gelohnt. Was ist denn jetzt los? Damn, reinforcements. They have the advantage at range. Crush her head. Komm, dreh zu Magilo. Nein, nicht du. There you are, Bienfu. Did you think you could run from your true mistress? Miss Magilo? I'm putting you back where you belong. You, descendant of the Seventh Grove, see our vows renewed. May our prayers of discontent vanish infinitesimal into the void. Remember this true name I bestow unto you, Fushi Cass! Yes, that bad! Oh, now it is on! You an exorcist? Wrong. I am a witch, for whom the universe is a plaything, and the souls of men but motes. Okay, oh, nett. But if it's a name you need, call me Miss Magilu. A human consorting with demons? Have you no shame, girl? Oh, was ist denn jetzt los? Kampftutorial. Ich verbrauche eine Stufe der Stoßanzeige. Ach, das ist die Stoßanzeige. Während einer Combo tauscht sofort Charaktere aus und löst einen gewaltigen Rückschlag aus. Geschieht es beim Verteidigen, werden Charaktere ohne Angriff getauscht. In der Situation. Was soll ich denn statt Velvet Magilu eintauschen? Okay, ich brauche eine Stufe der Stoßanzeige während einer Combo. Aber ich will doch trotzdem weiterhin ganz normal die mystische Art benutzen. Ach so, ist auf T. Okay. Wenn du mindestens einen Seelen... eine SA-Stoßanzeige, schätze mal. Du kannst T drücken, um einen SA auszugehen und einen Charakter aus dem Kampf auszuwechseln und mit dem eingewiesenen Kämpfer anzugreifen. Sobald eine Gruppe aus 6 Mitgliedern besteht, kannst du auch V drücken. Wenn du die nötigen SA hast, kannst du sogar K.O. geschlagene Charaktere gegen Charaktere auswechseln, die auch kämpfen können. Okay, wählen auswechseln Charaktere mit F oder G. Das klingt unnötig kompliziert. Then pay us back right here. Always invest responsibly, children. Ich komme gerade schnell sinnlos aus dem Maul. Mach es halt den hier.
Oh ja. Der Segen gerade ist fast voll, verdammt nochmal. Beinahe. Nein. Oh ja, jetzt. Jetzt. Jetzt, nein. Wundervoll. Na, das hat nicht gereicht. Schade. Na, nicht so schlimm. Ha, dieser Maler hat es jetzt geschafft zu überleben. Sinnlos. Da noch einer. Wie oft will ich noch was Maul bekommen? Wait, all I did for the sake of the abbey. Großartig, noch ein Grund mehr zu töten. We needed money to build the temple. Ach, den Tempel. Dieser Tempel war ja unglaublich wichtig. I know I was wrong to produce so much of it, but I was only trying to help the people as best I could. Menschen, züchtig machen den Stoffen. Let's talk this over. Who ordered you here? Was it the sick? Was it the doctors? Or... No. Was it Artorias? I knew it. Damn his eyes. So he wants to wipe me out of existence, does he? That bastard! After all the work I did for him! No! Velvet! That false savior will pay! You won't be rid of me so easily! You can't die now! You think you could read books when you're dead? Don't you die either, Velvet! Priesty's getting away. He won't. I'll hunt him down. Oh, 2000 Dev, nett. Erlernte Art, großes Rad. Das ist alles Magilo. Cool. Die Anwendung eines Einwechselangriffes annulliert alle Statuseffekte und gewährt dem Charakter dazu kommt eine Seele. Das kann nützen, deine Kombos zu verlängern, nachdem du Seelen verloren hast. Okay. Das klingt wirklich unnötig kompliziert. Also man wechselt den Charakter ein für einen der Stoßgrade, macht den Angriff, der da reinkommt, macht eine Seele. Er bekommt eine Seele und kann Kombos verlängern. Oh Mann. Aha. So, not even the High Priest is immune to demon blight. I guess he hit his limit. Warum verdächtigt er eigentlich Arthur uns geschickt zu haben? Ich dachte, Arthur ist der große Gute für die. Kommt es doch anders raus? Sinnlos. What was that? Ja, man rastet gerade gut aus. Komm, gib. Bruh. Kommt jetzt endlich der wahre Boss. What is that? Hätte ich mal lieber aufgehoben, meine mystischen Arts.
Oh. Der Mann ist tot. Demon, return to human form? And what is that beast? Ah, sein Gefängnis. Cool. There's a barrier here. So what? The Abbey is holding this thing captive? This barrier, I know it well. It seems our errand has met with success. At least technically speaking. Right. Let's get out of here. Wollen wir uns da wirklich nicht vergewissern, dass er tot ist? Ach, was willst du denn? What did you do to the High Priest? What is this demon? I don't know, and I don't care. Do not mock me! You are the mockery. What do you hope to do to me without your exorcist powers? Ich hoffe, dass die auch nochmal mal richtig ausrastet. Dawn hasn't come yet. Dass die auch nochmal irgendwie einen ordentlichen Boost davon bekommt, dass sie so ständig gegen uns verliert. Das wäre auch wild. Stealing a Moloch from an exorcist. How did you pull that one off, Magilu? The info was my Moloch to begin with. Then he betrayed me and ran away from his rightful home. Miss Magilu treats Malakim so bad. I couldn't take it anymore. After a little while, I ran into Madame Eleanor. She was so much nicer to me. I see. Now, just how am I going to punish you for that little slander on my character? The bad days are here again. You're an exorcist, then. I'm a witch, silly. Bianfu here is the catalyst thingy for my magic. But only exorcists can form a pact with Malakim. Oh, yeah? Says who? Someone who likes making dumb rules? Enough, Velvet. Questioning her is a good way to go mad. Nett. Der Shop ist leider weg, der Schwarzmarkt. Der hätte sich gerne endlich mal die Sittermünzen verkauft. Na gut, machst du nix. So, ich kann auch direkt erstmal noch den Auftrag hier einfordern. Sieht aus, hätte ihr Erfolg gehabt. Oh yeah. 2000 Geld. Was, mehr nicht? Und mehr bekomme ich auch gerade nicht. Das ist enttäuschend. Okay. Dann erzähl uns was. You did the job well, it seems. You heard quickly. That's about all I'm good for. And with these old ears, sometimes it's hard to hear it all. And did you learn anything about the key for passing through the barrier? Yes. Only the high-ranking exorcists can enter through the barrier protecting Artorias and his temple. Exorcists are considered high-ranking if they are accompanied by at least 4 greater Malakim. So if we had 4 powerful Malakim with us, we could slip through. But Malakim outside the Abbey's control are rare. They thought this through. Und was ist, wenn wir Ellen nur einfach entführen? Die hat doch 4. I'm a greater Malak. Aizen, Lafiset, and Bienfu. So we just need one more. We'll have to steal it then. So I have to come too? Sounds like a pain. Then stay. We don't need you. We'll keep Bianfu, though. You have no courtesy. How about, it would be an honor, Madame Magilu? More like that. Would you come if we asked? To attack the shepherd? Depends on how you ask. A battle between shepherd and demon sounds like a real fine spectacle. I'm afraid this is just how Miss Magilu is.
Miss Maggie Lou, I would like it if you came with us. Please. Luffy said. Well, what choice does that leave me? I suppose I could tag along a little while longer. You can count on me. Melchior will be there. You and I still share the same goal. Our business is done. You can have this back. Keep it, dear. As long as you have that, we will count you as an ally worthy of aid. Allies of the ones trying to kill the Savior? You might regret that. Such a considerate young lady. Listen, dear, all of us live on the fringes of their so-called reason, do we not? Don't say I didn't warn you. Velvet, wait. My, my. I can't blame him. It's been a long night. Some aid for your allies? Of course. Right away. Soll ich nicht für die Nacht bezahlen muss? So, speziell soll die Nachricht eigentlich durch die Stadt gehen, dass der Hohepriester tot ist. You're finally up. I'm sorry. Don't worry about it. Getting sleepy or hungry is a natural part of life. I won't eat you. What about your wounds? Feeling pain? That's also natural, right? I'm fine. It was nothing. You're really tough, aren't you, Velvet? You have to be tough if what you seek is revenge. Revenge? We're leaving. Rokuro and the others are waiting at the plaza. Das können sie gerne machen, weil ich einfach jetzt ganz frech schnell speichern werde. Wow. So. Und dann werden wir uns im nächsten Part wiedersehen, wenn wir zu dem neuen Tempel aufbrechen, wo der fünfte Gott beschworen werden soll, den dann die ganze Abtei brav anbeten darf. Also, bis zum nächsten Part und bis dahin.